Weihnachten in der Speisekammer. Unter der Türschwelle war ein kleines Loch. Dahinter saß die Maus Kiek und wartete. Sie wartete, bis der Hausherr die Stiefel aus und die Uhr aufgezogen hatte. Sie wartete, bis die Mutter ihr Schlüsselkörbchen auf den Nachttisch gestellt und die schlafenden Kinder noch einmal zugedeckt hatte. Sie wartete auch noch, als alles dunkel war und tiefe Stille im Haus herrschte. Dann ging sie. Bald wurde es in der Speisekammer lebendig. Kiek hatte die ganze Mäusefamilie benachrichtigt. Da kam Miek, die Mäusemutter, mit den 5 Kleinen und Onkel Griesegrau und Tante Fellchen stellte sich auch ein. »Frauchen, hier ist etwas Weiches, Süßes«, sagte Kiek leise vom obersten Brett herunter zu Miek. »Das ist etwas für die Kinder«, und er teilte von den Mohnpielen aus. »Komm hierher, Griesegrau«, piepste Fellchen und guckte hinter der Mehltonne hervor. »Hier gibt's Gänsebraten, vorzüglich, sag ich dir, die reine Hafermast. Wie Nuss knuspert sich's.« Griesegrau aber saß in der neuen Kiste in der Ecke, knabberte am Pfefferkuchen und ließ sich nicht stören. Die Mäusekinder balgten sich im Sandkasten und kriegten Mohnpielen. »Papa«, sagte das Größte, »meine Zähne sind schon scharf genug. Ich möchte lieber knabbern. Knabbern hört sich so hübsch an.« »Ja, ja, wir wollen auch lieber knabbern«, sagten alle Mäusekinder. »Mohnpielen sind uns so matschig.« Und bald hörte man sie am Gänsebraten und am Pfefferkuchen. »Verderbt euch nicht den Magen«, rief Fellchen, die Angst hatte, selber nicht genug zu kriegen. »An einem verdorbenen Magen kann man sterben.« Die kleinen Mäuse sahen ihre Tante erschrocken an. Sterben wollten sie ganz und gar nicht. Das musste schrecklich sein. Vater Kiek beruhigte sie und erzählte ihnen von Gottlieb und Lenchen, die drinnen in ihren Betten lägen und ein hölzernes Pferdchen und eine Puppe im Arm hätten. Und dass in der großen Stube ein mächtiger Baum stände mit Lichtern und bunten Flimmerstaat. Und dass es in der ganzen Wohnung herrlich nach frischen Kuchen röche. Der aber im Glasschrank stände und an dem man nicht heran könnte. »Ach«, sagte Fellchen, »erzähl nicht so viel, lass die Kinder lieber essen.« Die aber lachten die Tante mit dem dicken Bauch aus und wollten noch viel mehr wissen, mehr als der gute Kiek selbst wusste. Zuletzt bestanden sie darauf, auch einen Weihnachtsbaum zu haben, und die zärtlichen Mäuseeltern liefen wirklich in die Küche und zerrten einen Ast herbei, der von dem großen Tannenbaum abgeschnitten war. Das gab einen Hauptspaß. Die Mäusekinder quiekten vor Entzücken und fingen an den grünen Tannenholz zu knabbern. Das schmeckte aber abscheulich nach Terpentin und sie ließen es sein und kletterten lieber in dem Ast umher. Schließlich machten sie die ganze Speisekammer zu ihrem Spielplatz. Sie huschten hierhin und dorthin, machten Männchen, lugten neugierig über die Bretter in alle Winkel hinein und spielten Verstecken hinter den Gemüsebüchsen und Einmachtöpfen. Was sollten sie auch mit dem dummen Weihnachtsbaum, an dem es nichts zu essen gab? Als aber das Kleinste ins Pflaumenmus gefallen war und von Mama Miek und Onkel Griesegrau abgeleckt werden musste, wurde ihnen das Umhertollen untersagt und sie mussten wieder artig am Pfefferkuchen knabbern. Am anderen Morgen fand die alte Köchin kopfschüttelnd den Tannenast in der Speisekammer und viele Krümel und noch etwas, das nicht gerade in die Speisekammer gehörte. Ihr werdet euch schon denken können, was. Als Gottlieb und Lenchen in die Küche kamen und der alten Marie guten Morgen zu wünschen, zeigte sie ihnen die Bescherung und meinte, »Die haben auch tüchtig Weihnachten gefeiert.« Die Kinder aber tuschelten und lachten und holten einen Blumentopf. Sie pflanzten den Ast hinein und bekränzten ihn mit Zuckerwerk, aufgeknackten Nüssen, Honigkuchen und Speckstückchen. Die alte Marie brummte, da aber die Mutter lachend zuguckte, musste sie schon klein beigeben. Sie stellte alles andere sicher und ließ den kleinen Naschtieren nur ihren Weihnachtsbaum.
Die Kinder aber jubelten, als sie am zweiten Feiertage den Mäusebaum geplündert vorfanden und hätten gar zu gern auch ein Dankeschön von dem kleinen Volke gehört. »Den guten Speck vergesse ich mein Lebtag nicht«, sagte Fellchen und Griesegrau biss eine mitgebrachte Haselnuss in zwei. Kiek und Miek aber waren besorgt um ihre Kleinen. Die hatten zu viel Pfefferkuchen gegessen. Und ihr wisst, liebe Kinder, das tut nicht gut.